Der Gedanke zur Woche von Peter Denk. Gerade jetzt ist es schwer, diesen Aufbruch zu spüren, diesen Aufbruch zu wagen. In der Kirche, und ich rede nicht von dem Gebäude, ist es ebenso. Einige Menschen haben immer noch Angst, andere sind überfordert mit den Richtlinien und den Regelungen und wieder andere wissen gar nicht, was zu tun ist. Das ist verständlich, denn keiner weiß so, wie die Zukunft aussehen wird. Was man aber tun sollte, ist, auf sein Herz zu hören, auf seine Seele. Wie sprechen die mit einem? Sind da noch Hoffnungsfunken? Ist da noch ein Stück weit Zuversicht, ein bisschen Mut? Wenn da etwas da ist, sollte man es herausholen und es wachsen lassen. Man sollte es betreuen wie ein kleines Kind, erziehen vielleicht wieder. Ja, man muss vielleicht Zuversicht, Mut und Hoffnung wieder erziehen. Und ich rede nicht von Erziehen in Sachen von Regeln, sondern wachsen lassen, begleiten. Sich selber den Mut zuzusprechen, dass es vielleicht eine gute Zukunft wird, dass es eine gute Zukunft gibt. Der Glaube kann dabei helfen. Den muss man aber auch erst einmal wieder groß werden lassen. Da ist jeder selber bei sich gefragt. Und gleichzeitig muss man die Menschen unterstützen, die ganz mutlos sind, die Angst haben, die nicht wissen, wohin, die sich nicht mehr auskennen, die sich verwirren lassen. Da ist es wichtig, ihnen zu sagen, es gibt Hoffnung. Und diese Hoffnung kann man zusprechen. Jesus hatte diese Hoffnung. Gott hat den Menschen immer wieder Hoffnung gegeben. Und es gab einige Jüngerinnen und Jünger, gerade jetzt im Mai ist es für die Kirchen wichtig, über die Apostel nachzudenken, die diese Wunder und vor allem auch diese Zuversicht weitergegeben haben. Und das waren bei Weitem keine schönen Zeiten. Im Gegenteil, gerade die Frauen waren unterdrückt. Und trotzdem gab es einige wie Lydia, die zum Beispiel versucht haben, Gemeinden aufzubauen und den Menschen von Jesus und seiner frohen Botschaft zu erzählen. Bitte versuchen wir alle gemeinsam, diese Zuversicht dem anderen zu schenken. Wagen wir den Aufbruch. Immer wieder braucht es einen Aufbruch. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde für diesen Aufbruch.